better hurry, Zach. I have a bad feeling about this. Becky's house is by the lake. Und damit willkommen zurück zu Deadly Premonition. Beim letzten Mal haben wir mit Olivia geredet und jetzt müssen wir zu Beckys Haus fahren. Und ich fahre hier alle Autos zu Schrott, denn dort gibt es wohl einen Notfall. Aber wir wollten ja eh mit Becky reden, deswegen ist es okay. Wow. Entschuldigung. Boing. Kann ich hier nicht die Ansicht wechseln? Ja, oh, das ist viel besser. Ich fahre gerade irgendwie Umwege, aber ist nicht schlimm. Ich muss hier erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Die richtige Richtung ist es aber nicht. Wie soll ich denn bis 23:30 da hinkommen? Ich habe einfach keine Ahnung, ihr Lieben, wie ich das machen soll. Naja, wenn es gar nicht klappt, machen wir das Plan dir einfach nochmal neu. Die Straßenführung in den USA ist auch so bescheuert. Es ist immer alles so quadratisch. Aus dem Weg. Okay, in die Richtung. So, Moment, wir machen jetzt, bevor ich irgendwas ganz Falsches mache, mal eben die Map auf. Das sieht gut aus. Okay. Ah nein, nicht rückwärts. Wir dürfen 5 Miles per Hour schneller fahren. Hallo, ich habe Blaulicht an. Ist aber nervig, immer diese Taste gedrückt zu halten. Deswegen fahren wir jetzt ohne. Was wir echt bräuchten, wäre so ein Navi, was sagt, jetzt links. Okay, jetzt, weil es jetzt storyrelevant ist, ist Benzin auch egal. Das ist gut.
Wir haben unendlich Benzin und unser Auto kann unendlich Schaden nehmen. Völlig egal. YOLO. Warum zum Teufel wohnt Becky so weit außerhalb? Aber wir sind gleich da. Noch 800 Yards. Wie einfach Wit Games hinten auf dem Nummernschild steht. Oh, wohnt die in dem Schloss? Aber richtig hübsch. Oh, Becky. I'm sorry. That's all he would say since I got here. Quint, tell me, what did you see in there? Did you see the raincoat killer? Thomas, did you see Nick here? Oh, Becky. No. When I got here, he was already like this. Emily should be here soon. Call George and tell him to get over here. And wait out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, okay? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry. Zach is with me. Zach, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in. Okay. Zach, they're here too. I had a nasty feeling about this. Let's hope it's not a big welcoming party. Oh nein. Oh nein, Action-Szene. Ah. Okay. Da quälen wir uns jetzt mal durch. Ich habe hier niedlichen Beistand. Die May liegt auf dem Fußboden. Eigentlich hat sie vorhin neben mir, also hinter mir, auf dem Drehstuhl gesessen, aber ich glaube, ihr ist zu warm und deswegen liegt sie jetzt auf dem Laminat. Und mein Headset hat sich im Drehstuhl verhangen. So. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie man nochmal schießt. So zücke ich die Waffe. So schicke ich... Hä? Aha, mit R1 schieße ich, mit Kreis lade ich nach. Kann ich Waffen irgendwie wechseln? Maschinenpistole? Stange? Stahlrohr? Ja, okay. Guck mal nochmal eben, wie man das mit dem...
okay, das kriege ich alles hin. Ganz bestimmt. Nehme jetzt mal die ganz normale Pistole. So. Okay. Das Haus ist ja schon mal cool. Oh nein. Ich war zu spät. Okay, das war nix. Okay, war das jetzt der linke Stick, mit dem ich ruckeln musste? Ja, ne? So, das können wir skippen. Du kannst nichts mehr tragen. Inventar, was kann ich denn mal wegtun? Oh, ich bin hungrig. Wir gucken mal. Ach so, nee, ich habe einfach 4 Verbandskästen aufgenommen. Ja, das ist halt blöd. Mehr darf ich gar nicht haben. Okay, wir essen jetzt aber mal eben was. So. Okay, es ist aber einfach gut zu wissen, dass wir hier einen Verbandskasten haben, falls wir mal einen brauchen. Das kann ja relevant sein. Da ist nichts drin. Komme ich denn da rüber? Gar nicht. Der kann nicht über das Sofa klettern. Nein, das können die Leute in diesen Spielen aber nie. Nie. Ja, und jetzt? Ach, hier durch die Tür. Okay. Oh, ich muss aufs Klo. Ja, ich weiß, voll die relevante Info. Aber ich muss auf jeden Fall gleich mal irgendwie nach... Wir sind jetzt bei, weiß ich nicht, 13 Minuten oder so. Machen wir gleich mal Schnitt und dann geht Tante Niasu aufs Klo. Okay. Nee, wisst ihr, was wir machen? Nein. Jetzt alle weggepackt? Das wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich einfach nur 3 ablegen. Das funktioniert aber nicht. Na, macht nichts. Macht überhaupt nichts. Kriegen wir auch so hin. Hier können wir schlafen. Zack, that's a strange coincidence. Look,
red velvet. Just like the place where Anna was murdered. Profilerstellung starten. Halt! Ich schwör's dir, ich verrate keinem was von Anna. Halt, bitte! Okay, also war irgendjemand hier, um Becky zum Schweigen zu bringen, weil sie was gesehen hat. Oder was weiß. Was ungefähr aufs Gleiche rauskommt. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Ja, sicher. Glaubst du denn jetzt nach einmal gucken, hast du direkt schon die Lösung? Das ist doch albern. So, hier können wir schlafen. Ja, noch müssen wir uns nicht umziehen. Oh, hier ist ein Telefon. Ich erinnere mich, das ist immer so bei 50% hängen geblieben. Du denkst dir dann so, ah, Spiel. Kaputt, aber nein, doch nicht. Zwei Türen. Wir nehmen mal die linke. Okay, die ist zu. Das ist gut, das ist gut. Das macht es uns leichter. Ist einer mit Waffe. Der ist so weit weg. Okay, diese einfachen Gegner kriegen wir echt locker besiegt mit der normalen Waffe. Das hier geht gar nicht auf. Das auch nicht. Ja, da muss es die Tür sein. Ich guck mal eben. Ja. Okay.
weiß nicht, warum ich keine Minimap einblenden kann, aber ich glaube, das ging vorher auch nicht. Aber warum habe ich das Spiel nur so lange schleifen lassen? Irgendwas stimmt nicht damit. Deswegen mache ich die jetzt alle kaputt, bevor ich da vorbeigehe. Ach, kommen die nicht hier aus dem Boden? Creepy. Das ist doch albern. Da ist einer. Ich habe, lange nichts gesagt, es tut mir leid, aber ich muss mich hier echt ein bisschen konzentrieren. Oh, da kommt schon der Nächste. Da habe ich jetzt keinen Bock zu, ich gehe einfach mal weiter. Oh, da kommt schon wieder einer von hinten, ey. Das ist der, wo ich gerade gesagt habe, da habe ich keinen Bock zu. Tot, ja. Oh, wie anstrengend ihr alle seid. Ich habe aber nur gerade einen kleinen Treffer eingesteckt. Das ist alles nicht so schlimm. Wie sieht so meine Hunger, Müdigkeit, bla bla? Ach, alles im grünen Bereich. Alles gut. So, ich hoffe, wir können jetzt hier irgendwie speichern oder so. Dann würde ich nämlich gerne einen Schnitt machen und, wie bereits gesagt, aufs Klo gehen. Warum sind hier nur so viele Schneiderpuppen? Becky genäht? Ist
die jetzt tot, weil sie ins Feuer gelaufen ist? Anscheinend. Nein, 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 du musst rennen. Oh, kann er nicht. Aus der Entfernung in den Rücken geschossen. Das ist nicht sehr nett, aber ist egal. Hier renne ich dumm. Vielleicht kann ich mit gezückter Waffe auch gar nicht rennen. Ah, mit L2 renne ich. Okay. Warum wachsen die immer wieder nach? Das ist super nervig. Ach, schade. Die wollte ich eigentlich nicht in den Kasten tun. Na, egal. Ich bin genervt von euch. Okay, ich guck mal. Wenn jetzt hier nichts ist, dann mach. Wenn ich jetzt hier nichts zum Speichern ist, meine ich, dann machen wir einfach Normalpause. Und dann ist gut. So, wir machen die Kisten kaputt. Ich brauche Items. Und es ist besser, die Kisten kaputt zu schießen, weil wir Munition unendlich haben und Nahkampfwaffen nicht. So. Okay, das war doch jetzt mal was. Okay. Moment, dann gucke ich mal eben, ob ich irgendwas ablegen kann. Wie ich immer sage, ich mache Pause und dann wird es einfach nichts. Wird das Stahlrohr? Kommt einfach mal weg. Denn das war nicht so stark und war auch weniger als die Hälfte noch in Ordnung. Deswegen ist es ganz okay. Können wir machen. So, hier haben wir noch einen Lutscher. Schadet auch nicht. Obwohl ich nicht weiß, ob ich in diesem Haus irgendwas essen würde. Aber gut, gut. So.
So, ich habe jetzt aber keine Lust, alle Kisten kaputt zu machen. Dieser Part ist viel zu lang. So lang sollte der gar nicht werden. Egal. Oh, hier sind wir jetzt. Cool. Dieses Haus ist ja riesig. Da ist das Peace-Symbol, was auch der Anhänger hat, den Anna in der Hand hielt. Umgekehrtes Friedenszeichen. So, wir gucken mal, ob uns das irgendwie weiterhilft. Wahrscheinlich nicht, aber ich möchte das trotzdem jedes Mal machen. Was nicht gut ist, wenn man dringend auf Toilette muss und sich eigentlich beeilen sollte. Aber egal. Ihr guckt ihr mit mir ja nicht zu, weil ich ein so logischer Mensch bin. Ne, May? Ja. Oh, hallo. Oh, wir können nicht mehr zurück. Boah, natürlich. Mir doch egal, ob du sterben wirst, willst oder nicht. Die Gegner sind ja nicht gruselig, aber die Soundeffekte sind toll. Hallo. Wir können ja mal einen kleinen Verbandskasten nehmen. Okay, da sieht doch schon mal ganz gut aus. Ring. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. Und beim nächsten Mal gehen wir durch diese Tür. Bis dahin.